Moin Moin und willkommen in der Fotobude. Zur Fotokina hat Sony die Systemkamera NEC 6 herausgebracht. Einige Leser haben mich gefragt, was denn der Unterschied zu dem schon etwas länger erhältlichen Modell NEC 7 ist und ob es sich lohnt, von der NEC 7 auf die NEC 6 umzusteigen oder besser bei der NEC 7 zu bleiben oder, wenn man sich die Kameras neu kauft, welche denn die bessere Wahl ist. Ja, in meinem Test auf meiner Internetseite www.ralfsfotobude habe ich die beiden Modelle ja schon gegenübergestellt. Heute möchte ich euch im Video nochmal die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zeigen. Ja, fangen wir mit den Gemeinsamkeiten an. Eine der Gemeinsamkeiten ist hinten der ausklappbare Monitor. Der ist bei beiden Kameras identisch, kann einmal 90 Grad nach oben und etwa 45 Grad nach unten geklappt werden. Beide Modelle haben keinen Touchscreen, das heißt, es ist ein ganz normaler Monitor, der eine sehr gute Auflösung hat, ein sehr gutes Bild liefert, aber eben keinen Touchscreen. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit der Fokussierung über den Schirm, Touchfokussierung, sondern ich muss ganz normal hier über die Einstellung auf dem Bildschirm gehen. Das zeige ich euch aber gleich nochmal, wie das funktioniert. Ja, beide Kameras, sowohl die NEC 6 als auch die NEC 7, haben einen elektronischen Sucher, der hier oben ist, mit einer sehr, sehr hohen Auflösung von über 2 Millionen Bildpunkten, der ein wirklich sehr, sehr klares, präzises Bild liefert, eine tolle Auflösung hat. Man kann die einzelnen Pixel tatsächlich kaum noch erkennen. Ich mag elektronische Sucher sehr, denn dort werden mir alle wichtigen Daten und Funktionen eingespiegelt und es wird mir auch, das haben beide Kameras, die elektronische Wasserwaage angezeigt, mit der ich die Kamera waagrecht ausrichten kann. Und zwar ist es eine 3D-Wasserwaage, die sowohl die Neigung in der waagrechten als auch die Kameraneigung vorne und hinten anzeigt. Ja, eine weitere Gemeinsamkeit, beide Kameras haben einen eingebauten Blitz, der bei beiden Modellen ziemlich identisch aussieht und die Formgebung insgesamt, das heißt also der Griff, hier oben der Auslöser, Einschalter, das ist bei beiden Kameras ziemlich identisch. Was mir aufgefallen ist, wenn man die Kamera in die Hand nimmt, dass sie zwar sehr gut in der Hand liegt, der Griff ist gut ausgearbeitet, aber sie ist relativ flach. Es fehlt mir so ein bisschen die Höhe, gut, das liegt aber auch an meinen sehr großen Händen. Und was mich ein klein wenig stört, ist, dass hier bei beiden Modellen zwischen dem Griff und dem Objektiv sehr wenig Platz ist, sodass mein Finger da immer so ein bisschen einklemmt und hier vorne gegens Objektiv stößt. Speziell im Winter, wenn man mal mit Handschuhen arbeiten muss, fühlt sich das so ein bisschen merkwürdig an. Da fehlt mir einfach so ein klein bisschen der Platz. Ist aber kein Drama. Von dem Griffgefühl selber sind beide Kameras nahezu identisch. Die NEC 7 hat noch eine etwas anders strukturierte Oberfläche und fühlt sich dadurch vielleicht noch ein klein wenig griffiger an. Ja, ein wesentlicher Unterschied in der Bedienung, das sind hier oben die Bedienelemente, Drehräder und Knöpfe. Da sieht es so aus, dass die NEC 6 ein einziges Drehrad hier oben hat. Das ist dieses hier, wo ich die Programme direkt einstellen kann. Das hat die NEC 7 nicht, sondern die hat zwei Drehräder, die je nach gewählter Funktion individuell belegt sind. Ja, daran muss man sich gewöhnen, denn wie gesagt, eine Beschriftung hat das nicht, was aber sehr praktisch ist. Auf dem Display der NEC 7 werden die Drehräder jeweils hier angezeigt und hier wird dann auch gezeigt, welche Funktion die beiden Drehräder haben. Das heißt, man ist also nicht komplett verloren bei der Einstellung, sondern man hat immer die Möglichkeit, auch hier bei dem anderen Bild, wenn ich das jetzt in den Normalmodus, ich habe jetzt hier Sepia eingestellt, deswegen sieht das so ein klein bisschen merkwürdig in der Farbgebung aus, auch da sind dann die Tastenbelegungen oder die Drehradbelegungen werden angezeigt. Das gleiche gilt auch für die beiden Tasten hier oben, hier unten und für das Drehrad. Das heißt, hier wird mir jetzt zum Beispiel angezeigt, dass ich, wenn ich hier drauf drücke, den Modus auswählen kann. Moment, muss einmal hier kurz umschalten. So, das heißt, wenn ich da drauf drücke, wird mir jetzt
das Belichtungsprogramm angezeigt und ich kann hier das entsprechende Belichtungsprogramm auswählen. Das finde ich sehr praktisch. Man fühlt sich dadurch nie verloren und hat immer die Möglichkeit zu sehen, aha, hier unten wird jetzt zum Beispiel der Fokuspunkt, hier oben kann ich jetzt auswählen, welche Fokussiermethode ich wählen möchte. Hier mit dieser Taste schließe ich die Funktion wieder. Hier sieht man, dass oben jetzt die ISO-Empfindlichkeiten drauf sind. Wenn ich jetzt einfach drehe, ohne den Knopf zu drücken, kann ich hier die ISO-Empfindlichkeit direkt einstellen. Es ist ein gewöhnungsbedürftiges Bedienkonzept. Man muss sich da reinfuchsen. Das gilt aber für beide Kameras. Ich habe zwar bei der NEX 6 den Vorteil, dass ich die Belichtungsprogramme hier oben direkt wählen kann, habe dann dafür hier ein zweites unten angeordnetes Drehrad. Auch da wird mir gezeigt, welche Funktion das hat. Aber man muss sich so ein bisschen einfuchsen. Also die Bedienung der beiden NEX-Kameras fand ich nicht so direkt intuitiv. Man muss gucken, aha, was ist hier auf dem Bedienrad? Welche Funktion ist da drauf gelegt? Was passiert, wenn ich da den Knopf drücke? Was passiert, wenn ich hier oben den Knopf drücke? Das sind alles so Sachen, da muss man sich ein kleines bisschen einarbeiten. Das geht nicht sofort von der Hand. Ja, so sieht das Kameramenü aus. Auch hier ein kleines bisschen, finde ich, unübersichtlich. Denn die einzelnen Funktionen sind auf Kamera, Bildgröße, Helligkeit, Farbe und zusätzlich auf den Punkt Einstellung verteilt. Und man muss dann immer so ein klein bisschen suchen, wenn ich jetzt irgendwas verändern möchte. Nehmen wir an, ich möchte die Auflösung verändern, dann muss ich eben wissen, aha, das mache ich unter dem Punkt Bildgröße. Möchte ich irgendwelche anderen Kameraeinstellungen machen, dann muss ich dazu auf den Punkt Kamera gehen. Hier finden sich aber wiederum nicht alle Einstellungen, sondern dazu gibt es dann wiederum das Menü Einstellungen oder eben das Menü Helligkeiten. Also es ist so ein bisschen vertrackt, es ist nicht so ganz intuitiv. Und gerade wenn man die Kamera etwas länger nicht mehr bedient hat, kann es durchaus sein, dass man sich etwas schwer damit tut, wieder in die einzelnen Punkte reinzufinden und zu wissen, was sich denn wohinter verbirgt. Ja, vielleicht mal gezeigt, wie das aussieht, wenn ich meinen Autofokuspunkt setzen möchte. Das sieht bei beiden Kameras gleich aus. Dazu muss ich dann einmal unten dieses kleine Kreuzchen aufrufen und das kann ich dann beliebig über den Bildschirm drüber schieben, genau an die Stelle, wo ich meinen Autofokuspunkt hinsetzen möchte. Wie gesagt, die Kamera hat leider keinen Touchscreen. Ich mag den Touchscreen ja sehr, weil ich damit eben genau das, was ich hier, ich will nicht sagen umständlich, aber doch schon ein bisschen umständlicher mit dem 4-Wege-Schalter lösen muss, weil ich das mit dem Touchscreen sehr, sehr einfach, direkt einfach drauf tippen auf den Monitor und der Punkt, wo ich drauf gehe, wird scharf fokussiert. Beide Kameras haben natürlich die Möglichkeit, dass ich manuell fokussiere. Dabei ist zu beachten, dass die Kamera, je nachdem wie sie eingeschaltet ist oder wie sie eingestellt ist, sofort in die Lupenfunktion springt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wenn ich hier vorne am Objektiv die manuelle Fokussierung mache, dass ich sofort hinten auf dem Bildschirm eine Lupenfunktion habe und dann scharf stelle. Auch hier ganz wichtig, man muss sich mit der Kamera beschäftigen, denn man kann verschiedene Funktionen zum Beispiel hier drauflegen und ich habe hiermit die Möglichkeit mit dieser Taste hier oben, wenn ich sie dann je nachdem, wie ich sie belegt habe, zwischen manueller Fokussierung und Autofokus umzuschalten. Aber das sind alles Sachen, die kann ich individuell machen, da kann ich die Tasten individuell belegen und man muss sich wirklich bei beiden Kameras in diese Bedienung reinfuchsen. Das heißt also, der augenscheinliche Vorteil dieses Programmrades hier oben, der ist zwar offensichtlich erstmal vorhanden, aber das nützt nichts. Auch bei der NEX 6 muss man sich intensiv damit beschäftigen. Hier vorne neben dem Auslöser ist jeweils noch eine Funktionstaste. Und mit dieser Funktionstaste habe ich die Möglichkeit, wenn ich die hier durchklicke, das kann ich euch mal zeigen, wenn ich hier durchklicke, dann habe ich jeweils verschiedene Funktionen, die ich dann einstellen kann. Welche das sind, kann ich auch wieder im Menü festlegen. Das heißt, ich kann im Menü festlegen, wenn ich die einmal drücke, zweimal, dreimal, viermal drücke, welche Funktionen dann erscheinen sollen und kann auch da wieder die Kamera ganz individuell so meinen Bedürfnissen nach zurecht einstellen. Und das Gleiche gilt hier auch bei der
Nex 6, auch da habe ich die Funktionstaste. Hier passiert jetzt allerdings ein bisschen was anderes. Bei der Nex 6 wird hier unten auf dem Kontrollmonitor werden die einzelnen Funktionen mir schon angezeigt. Das heißt, ich muss nicht mehrmals drücken, sondern ich schalte die Funktion quasi ein und aus und kann dann über das Drehrad die einzelne Option, die ich gerade gewählt habe, ausstellen. Ich kann hier einstellen, ich kann jetzt hier zum Beispiel von Autofokus auf manuell und indem ich hier unten weiter ticker, kann ich dann jeweils, jetzt in dem Fall wäre das bei mir der Weißabgleich, die Messmethode und die Artfilter oder die Artfilter auswählen oder den Bildeffekt auswählen. Die Funktion ist also ein kleines bisschen anders als bei der Nex 7. Aber auch hier gilt wieder, ich muss mich eben damit beschäftigen. Ich kann das alles individuell einstellen. Ich kann genau festlegen, welche Funktion mit dieser Taste aufgerufen werden soll. Eine Sache, die die Nex 6 ausschließlich hat, das ist die Wi-Fi-Funktion. Das heißt, hier ist ein eingebautes Wi-Fi-Modul drin. Und damit habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die Bilder an verschiedene, muss das hier einmal kurz aktivieren, weil das sieht man sonst nicht. So, einmal ins Applikationsmenü reingegangen. So, und in dem Applikationsmenü habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann einmal die Bilder direkt hochladen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das auf einen Handy oder ähnliches hochzuladen. Das ist die eine Variante. Dann habe ich die Möglichkeit, die Bilder... Moment, muss das Menü nochmal aufrufen. Das geht leider immer wieder raus. Dann habe ich die Möglichkeit einer Smart-Fernbedienung. Smart-Fernbedienung heißt nichts anderes, als dass ich mit meinem iPad, iPhone oder eben einem Android-Device die Verbindung zur Kamera herstelle. Ich sehe das Sucherbild und ich kann auslösen. Was ich nicht machen kann, ich kann nicht zoomen, ich kann nicht die Menüs einstellen. Ich habe im Prinzip sonst keine Möglichkeit, großartig was zu machen. Das finde ich ein bisschen schade. Hier hätte ich mir deutlich mehr Funktionalität gewünscht. Zum Beispiel Einstellen von irgendwelchen Kreativfiltern und, sodass ich die Kamera dann auch tatsächlich richtig vollständig fernbedienen kann. Das geht aber noch nicht. Vielleicht liefert Sony da ja noch was nach und vielleicht gibt es da ja zukünftig noch Möglichkeiten, dass es da zusätzliche Funktionen gibt. Ja, dann gibt es die Möglichkeit, Bilder auf Play Memories hochzuladen. Das ist quasi ein Online-Speicher von Sony, wo ich die Bilder hinterlegen kann. Ich habe über das direkte Hochladen, das hatte ich eben vergessen, auch die Möglichkeit, die Bilder auf Facebook hochzuladen. Was leider nicht funktioniert, ist, dass ich gleich Videos auf YouTube hochlade oder auf Flickr. Das heißt, auch da sind die Anwendungen noch sehr begrenzt. Ich finde die Wi-Fi-Funktion gut. Ich finde auch gut, dass die Sony das hat. Ich finde es aber eben schade, dass noch so relativ wenig Funktionen implementiert sind. Ich würde mir wünschen, dass Sony da noch ein bisschen nachlegt. Aber es gibt hier den Zugang zu einem quasi App Store von Sony, sage ich mal, wo verschiedene Apps zukünftig angeboten werden. Und vielleicht kommt da ja noch das ein oder andere dann dazu, sodass ich da die Möglichkeit habe, die WLAN-Funktionalität der Kamera zu erweitern und mehr Funktionen zu nutzen, die eigentlich in der Kamera drinstecken. Wie gesagt, das hat die Nex 7 nicht. Die hat kein eingebautes WLAN-Modul. Beide Kameras haben natürlich selbstverständlich eine Videofunktion und beide Kameras filmen auch in voller Auflösung, Full HD und bis zu einer Auflösung oder bis zu einer Datenrate von 50p. Einen ganz wichtigen Unterschied für diejenigen, die etwas professioneller filmen wollen und einen professionellen Anspruch haben, und den kann man durchaus mit beiden Sony-Kameras haben, denn die Bildqualität im Videobereich ist tatsächlich überragend. Also was da rauskommt, da können günstige Camcorder schon gar nicht mithalten und selbst Mittelklasse-Camcorder werden sich dagegen schwer tun. Aber was die Nex 7 hat, was ein ganz großer Vorteil ist für die, die etwas professioneller arbeiten wollen, das ist ein Mikrofonanschluss. Den hat die Nex 6 leider nicht. Das heißt, ich bin bei der Nex 6 auf die eingebauten Mikrofone oder die eingebauten Stereomikrofone angewiesen. Finde ich persönlich sehr schade, dass an so einem kleinen Ausstattungsdetail gespart wurde. Denn wie gesagt, die Bildqualität bei beiden Modellen ist tatsächlich überragend. Ja, apropos Bildqualität.
Das ist einer der wesentlichen Unterschiede in der technischen Ausstattung beider Kameras. Die Sony NEX 7 hat einen 24-Megapixel-Sensor im APS-C-Format und die NEX 6 in Anführungszeichen nur 16 Megapixel. Das heißt, es ist ein Unterschied von 8 Megapixel. Jetzt kommt natürlich die große Frage, sieht man das? Wenn man in niedrigen ISO-Einstellungen arbeitet, ja, dann sieht man das. Dann hat die Sony NEX 7 tatsächlich eine feinere Auflösung. Die Details werden besser wiedergegeben. Feine Strukturen werden besser aufgelöst. Das heißt, hier hat die NEX 7 tatsächlich einen qualitativen Vorsprung. Ich habe Bilder auf meiner Internetseite, da kann man das recht gut sehen. Da sind Container abgebildet, wie die Schrift auf den Containern bei der NEX 7 noch sehr, sehr gut lesbar ist, während die bei der NEX 6 schon leicht verschwimmen und nicht mehr so gut erkennbar sind. Wo die NEX 6 wiederum einen Vorteil hat, ist, wenn es in hohe ISO-Empfindlichkeiten geht. Da bricht die NEX 7 ein kleines bisschen früher ein, da kann ich mit der NEX 6 noch höher gehen. Das ist eben wiederum der Vorteil bei einer geringeren Auflösung, fängt das Rauschen, fangen die Bildstörungen dann doch etwas später an. Zudem geht die NEX 6 bis 25.600 hoch und die NEX 7 geht bis 16.000, glaube ich, hoch. Das heißt, da ist nochmal ein kleiner Unterschied, wobei ganz ehrlich gesagt, 16.000, da sieht die Bildqualität schon so aus, dass man das vielleicht noch für ein Bild auf dem Fernseher nutzen kann, aber für Abzüge schon nicht mehr. Ja, das sind so die wesentlichen Unterschiede der beiden Kameras. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu dem Blitzschuh. Die NEX 7, also das ältere Modell, hat noch diesen Sony-typischen Blitzschuh, wo man also keinen normalen Blitz draufstecken kann, sondern nur sozusagen die Sony-Blitze draufstecken kann. Und die NEX 6 hat dann schon wieder den normalen Blitzschuh. Das heißt, da kann ich auch normale Blitze draufstecken. Natürlich nicht mit der vollen Funktionalität und dem vollen Komfort, den ein systemeigener Blitz von Sony bieten würde. Ja, ansonsten gibt es noch verschiedene Einstellungen, Bildeffekte hatte ich schon gesagt, Spielzeugeffekt und so weiter. Also es gibt noch einige Einstellungen, was im Bereich der Bildsachen ist. Wir haben hier einmal diesen sogenannten Bildeffekt. Den kann ich einmal einstellen. Da kann ich euch mal zeigen. Das sind also hier, sieht man dann schön in der Leiste. Das sind also dann so Sachen wie Spielzeugkamera, Popfarbe, sehe ich lustig drin aus in den einzelnen Einstellungen, sieht man schon. Die unterscheiden sich bei beiden Kameras quasi nicht, da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Zusätzlich dazu, zu diesen Einstellungen, habe ich dann noch die Einstellungen des Kreativmodus. Und beim Kreativmodus, da sind das dann verschiedene Farbeinstellungen, also kräftige Farbe, Landschaft, Schwarz-Weiß, Sepia-Effekt etc. pp. Da kann ich noch ein bisschen wählen. Da hat die NEX 7 ein paar mehr, aber das sind marginale Unterschiede. Ebenfalls beide Kameras sind mit einem Panorama-Funktion ausgestattet, wobei die NEX 7 zusätzlich das 3D-Panorama hat. Wer so einen 3D-Fernseher hat mit der dazugehörigen Brille, der kann mit der NEX 7 3D-Panoramen schießen. Das geht mit der NEX 6 nicht. Ja, das sind so die wesentlichen Unterschiede. Wer also wirklich Wert auf absolute Top-Bildqualität legt und wer Wert drauf legt, wirklich das Letzte aus seinen Bildern rauszuholen, der ist mit Sicherheit mit der NEX 7 sehr gut beraten. Da hat er wirklich eine Top-Bildqualität, überragende Detailwiedergabe. Wer ein bisschen mehr Wert auf WLAN legt, wer sagt, ich will nicht die absolute Superbildqualität, sondern ich lege vor allen Dingen auch Wert auf etwas schnellere Bedienbarkeit, eben hier oben mit dem Drehrad, und ich will, im Moment sind es rund 200 € sparen, der ist mit einer NEX 6 auch hervorragend bedient, kriegt da eine ganz tolle Kamera und hat auch eine super Bildqualität, aber wie gesagt, nochmal, die NEX 7 ist in der Bildqualität einfach nochmal diesen Hauch besser als die NEX 6. Ja, so viel zu den beiden Kameras. Ihr könnt das alles auch nochmal nachlesen auf meiner Internetseite im Vergleichstest NEX 7 gegen NEX 6.
da dann auch im Fazit, wer gewonnen hat, die Snack 7. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut auf www.ralfsfotobude.de und bis dahin, moin moin.